Aufzughalle. Wir brauchen Unterstützung. Wäre zu schön gewesen, ne? Max Payne, das ist vergeblich. Zeitverschwendung. Max Payne. Der Tod ihrer Frau und ihrer Tochter war notwendig, nicht zu vermeiden. Es ist vorbei. Sie können sie nicht zurückkommen. Nichts, was sie tun. Kannst du nicht so geisteskrank sein und sagen, dass es notwendig war? Wirklich nicht. Was in aller Welt muss man geraucht haben, damit man sonst rauchen kann? Der geht gleich da keinen Bock mehr. Keine Lust mehr. Max Payne, Sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie können nicht überleben. Sie werden sterben. Ah, natürlich. Natürlich wissen die, wo ich bin. Max Payne, Sie kämpfen eine verlorene Schlacht. Sie können nicht überleben. Sie werden sterben. Hören Sie auf zu kämpfen. Machen Sie es leicht. Akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie werden hier sterben. Das ist ein nettes Schicksal, aber ich muss leider passen. Dachte ich mir. Scheiß Aufzug. Wirklich. Jetzt? Nachdem ich 10-mal drauf gedrückt hab? Echt jetzt? Das ist später als nie. Ich hätte lieber das nie genommen. Hier können wir drauf laufen. Das meintest du wahrscheinlich. Oh Gott. Leck mir an den Socken. Max Payne, akzeptieren Sie Ihr Schicksal. Sie stehen einer unschlagbaren Macht gegenüber. Sie haben längst verloren. Nur der Tod wird Sie von Ihren Qualen befreien. Sie sind es an. Geben Sie auf. Dass Sie uns doch alle nochmal Schmerzmittel geben. Bin ich in der Nordlodge? Ich weiß nicht, wo ich bin. Der Typ macht mich fertig, ja. Tschüss. Mhm. Sehr interessant. Ich wollte gerade sagen, hat nicht irgendeiner von euch noch Schmerzmittel für mich? Zwei sparen wir definitiv auf. Yep. Das ist doch genau wofür. Okay.
Idioten wie euch. Ah, natürlich. Ich gehe lieber. Oder doch nicht. Ich bin verwirrt. Ist das nicht immer? Na. Immer mal wieder. Mhm. Gut. Ich fiel ihm nicht so. Kann ich ihm nicht übel nehmen. Wohin? Ja. 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 Ich komm. Ja. Wo ist denn Oslo? Und wusstest du das? Was meinen Sie jetzt aufzuhalten? Sie sind ihm in allen Belangen überlegen. Sie sind besser trainiert, besser ausgerüstet. Sie sind zahlenmäßig überlegen. 20 zu 1. Tun Sie Ihre Arbeit. Sie sind beide gestorben. Ich wollte gerade sagen, lass mich ran, die sind auf Valkyr. Oh. Den mit der Shotgun erlegen und der nervt. Hinkelnd, aber wir leben noch. Ich hoffe doch. Ich denke aber nicht. Hallo? Ah. Ach, Nicole. Cool, das baut man also automatisch ab. Gut zu wissen. Ja. Bestätige. Setzen zur Landung an. Wird schwierig werden. Da wackelt der Turm, da wackelt der Turm. Oh.
da wackelt der Turm, da wackelt der Turm. Nissan Dog, sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Der Mast gefällt mir gar nicht. Wenigstens wieder hier. Ja, aber jetzt können wir ein bisschen sparsamer schießen. Hi. Das hatte nichts mit sparsamer Schießen zu tun. Ich hatte nur eine Ausrede, wie ein verdammter Vollidiot zu agieren. Schmerzmittel. Ja, Schmerzmittel. I have pain! Hä? Achso, den haben wir ja. Ja, das schmerzt. Sehr schön. Das war jetzt eine schöne Runde. So kann man doch leben. Ja komm, ich hab vergessen, dass ich den schon längst umgebracht habe. Nett. Bestätige. Setzen zur Landung an. Wird schwierig werden. Aber der kappt ja selbst sein Kabel. Oder wer zerschießt das? Ich weiß. Aber warum? Weil der Wind sehr stark ist. Der Druck sehr hoch. Ich war noch nie so ein Fan von Physik. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Der Mast gefällt mir gar nicht. Wie gesagt, Physik war nie mein Ding. Oh, was damit? Wann hat sie die geworfen? Die ganze Zeit wirft sie die schon. Warum sagt mir das keiner? Weil du immer zu weit oben bist. Ist doch schon viel besser. Wenig Schaden genommen. Das ist Pro-Gameplay. Also, mehr oder weniger. Bestätige. Setzen zur Landung an. Wird schwierig werden. Da wackelt der Turm. Die letzte Spitze fällt ab. Knickknack. Die sind da.
Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Was gefällt mir gar nicht. Oh. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Was gefällt mir gar nicht. Der bekommt mich nie. Start in einer Minute. Ihr bekommt mich nie. Ihr bekommt mich nie. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. New Yorks eiskalter Killer. Gar nicht. Ui. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Ich geh doch hier hin. Ich geh doch nicht hin. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Start in einer Minute. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Sobald der Wind aufhört, sind wir weg. Das gefällt mir gar nicht. Start in einer Minute. Sag ich dir, das funktioniert. Es funktioniert besser als es sollte. Start in 45 Sekunden. Oh, bitte nicht starten. Starten wir jetzt blöd. Sekunden bis zum Start. Kann man irgendwie. Oh. 15 Sekunden bis zum Start. Sie waren alle tot. Der letzte Pistolenschuss verhallt. Wie ein Ausrufezeichen für alles, was zu diesem Punkt geführt hatte. Ich nahm den Finger vom Abzug. Dann war alles vorbei. Und dann war alles vorbei. Der Sturm schien an Wut zu verlieren. Die zerfetzten Wolken machten den darüberliegenden Sternen Platz. Max Fay, hier spricht Deputy Chief Jim Rahura vom NYPD. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen und legen Sie sich mit den Händen hinter dem Kopf auf den Boden. Ein kleines Stück näher an Himmel. Die Stimmen der Cops waren entfernt und gedämpft. Stehen bleiben! NYPD! Bleibt da stehen!
Meine Geister hörten auf, mich heimzusuchen. Tief unten glitzerte New York City wie ein Diamant auf schwarzem Samt. Sie haben uns ganz schön auf Trab gehalten. Bringen Sie ihn weg. Abführen. Sie haben den Mann gehört. Wooden war dort in der Menge. Er stand an der Absperrung. Es würde erst vorbei sein, wenn der Mann mit der Augenklappe es sagte. Er würde das Richtige sagen. Das wusste ich. Er täte gut daran. Wooden grinste selbstgefällig. Es war das Grinsen eines Siegers. Damit waren wir schon zwei. Gratulation, Sie haben Max Payne beendet. Der Knallhart-Modus wurde für weitere Herausforderungen freigeschaltet. Und das war's mit Max Payne 1. Ein großartiges Spiel. Auch wenn ich zum Ende hin sehr häufig ins Gras beißen musste. Ich weiß noch nicht, warum jetzt die Credits ohne Musik laufen. Aber gut. Die Abenteuer von Max Payne, die Rache und die Festnahme. Wie die Zeit für Max hinter Gittern aussieht, ja, wir können es aber noch bezweifeln, dass wir überhaupt dort sitzen werden. Immerhin hat ja Wooden auch Interesse daran, uns aus dem Knast fernzuhalten. Aber gut, wie es weitergehen wird, sehen wir natürlich in Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich bei Dominik fürs Dabeisein. Ja, hallo, danke, bitte, tschüss. Und wir sehen uns dann. Oh, Ricky Ashley. Der Captain Baseball Bad Boy. Batman. All die Namen, die man nicht kennt. Genau. Oh, auf der rechten Seite, die linke Seite sollte man schon ein bisschen kennen. Ja, Boris Dime. Das ist natürlich die Person, die Max Payne spielt, weil Sam Lake, der Gunda und Chef von Remedy. Der ist jetzt nicht so low-key unterwegs. Nee? Nee. Aber ja, es soll ja in der näheren Zukunft auch ein Max Payne Remake kommen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Von Remedy selber. Wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Mir hat der erste Teil gefallen. Auch wenn man sehr häufig speichern sollte. Aber das kennen wir ja schon von Tomb Raider, ne? Von daher, ja. Hätte auch nicht das letzte Spiel sein, wo du auch häufig speichern musst. Das dachte ich mir. Ich meine, allein schon Max Payne 2 sollte da gleich ziehen. Ja. Und irgendwann folgt dann natürlich auch noch der dritte Teil. Ja, Max Payne 3. So eine Geschichte für sich. Schlecht. Na. Ja, vieles im Fan, was halt in den ersten zwei Teilen war, aber es ist halt. Man kann es halt als gut und schlecht sehen. So. Jedenfalls der Vorgänger. Max Payne has only started his journey for the night. The pain has only just begun. More will follow. Wollt ihr mal vorlesen. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Oder im nächsten Projekt. So. Ob wir dann überhaupt die schwereren Levels mal probieren. Also auch den anderen Schwierigkeitsgraden. Das in dem Stream. Und dann, wenn er nur in Highlights des Videos auf YouTube. Aber gut, wir sehen uns dann bei Max Payne 2. Bis dann, haut rein und tschüss. Tschüss.